Tränen könnt ihr ihnen allen begegnen. Viel Spaß! Folge ihn allein. Wartet hier auf mich, Albrecht. Jawohl, mein Prinz. Na komm. Lasst uns hier lagern, Männer. Ob er die Spur des Hirsches findet? In dieser Gegend sind wir noch nie gejagt. Weit und breit kein Steg. Das Haus. Brenn an der Kerzenlicht. Erfreue das Geburtstagskind und deck die Tafel uns geschwind. Schön, Mutter. Du bist wirklich eine Zauberin. Nur für dich, mein Geburtstagskind. Du wolltest mir an diesem Geburtstag sagen, warum ich hier in diesem einsamen Turm leben muss, aus dem ich niemals hinaus kann. Aber es ist schön hier im Wald, Rapunzel. Zu Hause bei dir war's schöner. Warum hast du mich hierher gebracht? Seit langem sehe ich nur dich. Bin ich dir so wenig? Nein, Mutter. Aber ich möchte... Was möchtest du? Hinaus möchte ich. Wie früher, mit dir die Tiere füttern. Den Garten bestellen. Durch den Wald laufen oder morgens durch den Tau der Wiesen. Du magst mich nicht mehr. Denkst womöglich sogar an... Ach. An wen soll ich denken? Bitte, sag's mir. Lass uns deinen Geburtstag feiern, mein Kind. Nun bring Speisen und Getränk und bereite das Geschenk jetzt für das Geburtstagskind. Rapunzel, schau auf deine Hand. Schön, Mutter. Es ist die Belohnung für deinen Fleiß.
Nimm den Wein, mein Kind. Guten Abend, schöne Sängerin! Neue Knospen blühen auf. Warum zeigst du dich nicht, Mädchen? Guten Morgen, mein Prinz. Ihr wollt ausreiten? Es soll niemand wissen. Wohin wollt ihr so früh und allein? Ist doch keine Jagd angesagt. Frag nicht. Dann musst du nicht lügen, wenn dich jemand fragt. Hey! Guten Morgen, mein Sohn. Wohin so früh? Es ist ein schöner Morgen, Vater. Ich will die Spur des Hirsches finden. Ohne Begleiter? Ich möchte den herrlichen Morgen allein genießen. Und dich wieder verirren. Diesmal finde ich den Weg. Gott zum Gruß, Vater. Komm. Fällt dir nicht etwas Sonderbares auf, meine Gemahlin? Sonderbares? Nein. Dass unser Sohn nicht zum Frühstück kommt, erscheint dir nicht sonderbar? Und warum kommt er nicht? Weil er ausgeritten ist, die Spur des Hirsches zu suchen. Und den schönen Morgen zu genießen. Allein. Wenn er dem Hirsch folgt, dann ist er ein echter Jäger wie du. Und wenn er die Schönheit eines Morgens genießen will, dann ist er wie ich. Ein wenig romantisch und schwärmerisch. Es wird Zeit, dass er heiratet. Die Prinzessin aus dem Nachbarreich? Er wird sie zur Frau nehmen. Willst du ihn zwingen? Mein Liebster, du hast dich von deinem Vater auch nicht zwingen lassen und nach deinem Willen gehandelt. Unser Land ist klein und arm. Diese Heirat macht uns stark und reich.
Diese Gründe hat Matthias immer abgelehnt. Ich entscheide für ihn. Er hat stets Nein gesagt zu deiner Wahl. Nur weil die Prinzessin hässlich ist. Hässlich von Angesicht und hässlich in ihrem Wesen. Frau Königin, mein König, die Schulden müssen beglichen werden. Sie ist reich. Rapunzel! Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Guten Morgen, Mutter. Welch schöne Dinge du wieder gewebt hast. Das kann keine so wie du, mein Kind. Auf dem Markt werde ich wieder viele Käufer finden. Alle loben deine Arbeit. Was habe ich davon? Ich höre es ja nicht selbst. Mutter, ich brauche noch andere Menschen, mit denen ich fröhlich sein kann. Ich kann hier nicht mehr so alleine leben. Und ich nicht ohne dich, Rapunzel.
verlasse dich doch nicht, Mutter. Ach, das sagt jedes Mädchen. Aber wenn eines Tages ein... Nein, niemals, Mutter. Ach, Rapunzel. Rapunzel. Warum ich so heiße, willst du mir auch seit langer Zeit sagen. Mein Weg ist weit. Das nächste Mal vielleicht. Danke, mein Albrecht. Rapunzel! Rapunzel! Lass mir dein Haar herunter! Du kommst noch einmal, Mutter! Ja! Ich komme noch einmal, Rapunzel! Beruhige dich, Mädchen. Ich habe mich im Wald verirrt. Was wollt ihr im Turm? Ich rief schon einmal nach dir. Dein Gesang hat mein Herz so sehr bewegt, dass ich dich sehen musste. Verzeih mir mein Eindringen. Woher wisst ihr den Vers? Ich hörte ihn die alte Frau rufen. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Matthias. Ich bin Jäger am Hofe des Königs. Du heißt Rapunzel? Ja. Warum hast du so einen merkwürdigen Namen? Wie das Gemüse, das bei uns im Schlossgarten wächst. Es ziemt sich nicht, ein Mädchen auszufragen. Ich bin von einfachem Stand. Ihr seid ein Jäger des Königs. Bitte geht. Ich gehe. Erlaubst du mir, wiederzukommen? Das dürft ihr nicht. Warum nicht? Ich habe nichts Böses im Sinn. Meine Mutter würde es nicht erlauben. Vielleicht würde es sie sogar freuen, wenn ich dir Gesellschaft leiste in dieser Einöde. Es würde ihr Tod sein. Ihr Tod? Aber... Die Mutter hat Angst, ich könnte sie verlassen. Aber...
Sie kann dich doch nicht dein Leben lang einsperren. Sie tut es aus Liebe zu mir. Aus Liebe? Ich werde dich befreien. Nein, Matthias! Bitte geht. Aber versprich mir, dass ich wiederkommen darf. Warum wollt ihr das unbedingt? Weil du mir gefällst, Rapunzel. Aber kommt nur zum Turm, wenn dieses Tuch am Fenster hängt. Als Zeichen, dass meine Mutter nicht da ist. Und ich werde mich mit meiner Flöte melden. Morgen schon bin ich wieder hier. Du hast wunderschönes Haar, Rapunzel. Aber es ist jetzt so kurz. Bist du eine Zauberin? Nein. Es ist die Gabe einer guten Fee. Bis morgen, Rapunzel. Warum bist du so hastig, mein Sohn? Treibt dich etwas? Du bist so ruhelos, Matthias. Ich möchte ausreiten. Allein? Ich habe gestern einen Bären an der Teufelsschlucht gesehen. Vielleicht finde ich seine Höhle. Lässt du deine Jäger wieder zu Hause? Du hast mir oft gesagt, ich sei alt genug, um mich allein zu bewähren. Auch auf der Jagd. Ja, das stimmt, mein Sohn. Doch mit einem Bären ist nicht zu spaßen. Ich werde dich begleiten. Es ist zu anstrengend, Vater. Ein mühsamer Ritt weit über die Felsen hinaus. Deine Sorge tut mir wohl, mein Sohn. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche dir Weidmannsglück. Und gib Acht auf dich, Matthias. Seid ohne Sorge. Nein, mein Sohn. Mich täuschst du nicht. Du bist so argwöhnisch, mein Gemahl. Warum? Glaubst du ihm den Bären? Der Oberjäger soll kommen. Zu Pferde. Ein Oberjäger? Zu Pferde? Meinst du auch, er sagt uns nicht die Wahrheit? Ich muss hinter den Grund seiner Lüge kommen. Ich bitte dich, mein Gemahl. Lüge. Wer weiß, in welchen Träumen er schwebt, in seinem Alter. Träume. Er ist kein Kind mehr. Mein König. Albrecht, du bist der Vertraute des Prinzen. Er wird jetzt ausreiten. Du folgst ihm. Aber wehe, wenn er dich bemerkt. Du kehrst vor ihm zurück, um mir zu berichten, was er vorhat. Aber mein König, warum soll ich den Prinzen...
meinen besten Herrn täuschen. Reite! Aber merk dir, dein Leben ist verwirkt. Sieht er dich? Oder redest du gar mit ihm? Nicht Platz nehmen? Wenn deine Mutter gekommen wäre. So zeitig kommt sie nie. Und wenn, dann hätte ich gesagt, es sei für sie bestimmt. Du hättest meinetwegen gelogen? Willst du nicht mit mir gehen? Du kannst doch nicht dein ganzes Leben hier verbringen. Hier, damit kannst du fliehen. Ich kann nicht fort. Und wenn ich dich bitte, meine Frau zu werden? Eure Frau? Ich habe nie an so etwas gedacht. Ich liebe dich, Rapunzel. Ihr seid ein königlicher Jäger. Selbst wenn ich ein Prinz wäre, würde ich es wollen. Ein Mädchen? In einem Turm? Ja, mitten im Wald, mein König. Weit hinter den Felsenbergen. Was ist das für ein Mädchen? Das ist unwichtig. Vielleicht ist es eine gefangene Prinzessin. Hast du eine Wache bemerkt? Nein, mein König. Das Mädchen ist von großer Schönheit. Sein Haar ist wie ein Wunder. Es reicht vom Fenster bis zur Erde und glänzt in der Sonne wie Gold. Doch es war einfach gekleidet. Zu niemandem ein Wort. Geh jetzt!
Was willst du tun? Er wird sie heiraten. Mein Gemahl. Wir kennen das Mädchen nicht. Unsinn. Die Tochter des Nachbarkönigs. Ich ändere meinen Sinn nicht. Hey, du! Diener Johann zu mir! Jawohl, Herr König! Sie ist hässlich und hat einen bösen Charakter. Ihr Vater ist reich und mächtig. Aber Liebe lässt sich nicht erzwingen. Er muss sich an die Staatsraison halten. Er muss. Und wenn er das Mädchen im Turm liebt? Wir kennen es nicht. Wissen nicht einmal, welcher Herkunft es ist. Er wird es nicht wiedersehen. Majestät. Schlossvogt und Baumeister sofort ins Audienzzimmer. Vogt, Baumeister. Sehr wohl, Majestät. Morgen schon bin ich wieder bei dir, Rapunzel. Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Rapunzel! Ich bin schon da, Mutter! Zieh mich hoch. Du kommst zu ungewohnter Zeit, Mutter. Ich hatte Sehnsucht, mein Kind. Du hast schon ohne mich gegessen. Ich hatte Hunger. So, so. Naja. Du scheinst mir heute unruhig, Rapunzel. Mein Kind, ist irgendetwas geschehen? Was soll hier schon geschehen, Mutter? Vielleicht ein junger Mann auf der Jagd. Hier wurde doch noch nie gejagt, Mutter. So? Wenn du den Jäger am Waldrand gesehen hast, der... Der hat nur auf seine Flöte gespielt. Er war am Turm. Was hat er von dir gewollt? Ach, Mutter. Hast du schon lügen gelernt? Nein, Mutter, ich wollte... Du hast beteuert, mich niemals zu verlassen. Das will ich doch auch nicht. Und was ist das? Ich wollte nicht fliehen. Ich wollte dich bitten, mich aus dem Turm zu lassen. Und ich zeige dir, was ich will. Frau Königin, der Fürst von der Rosenburg bittet um eure Gnade. Frau Königin, euer Gemahl bittet um Verzeihung, aber er wird etwas später erscheinen. Er war soeben auf dem Turm und empfängt in diesem Augenblick den Prinzen. Führt ihn her. Was geht hier vor, Vater? Schweig!
habe nichts Unrechtes getan. Stimmt es, dass du ein Mädchen in einem Turm heimlich besuchst? Wer ist dieses Mädchen? Seit wann suchst du es auf? Ich werde sie zur Frau nehmen, Vater. Ich liebe sie. Du liebst sie. So, so. Führt ihn nach oben. Vater, lass dir erklären. Hier geschieht, was ich befehle. Alles vorbereiten lassen. Ja, Majestät. Majestät, ich bitte euch. Das will ich dir ewig danken, Albrecht. Verzeih mir, mein Prinz. Wieso ich dir? Ich muss euch heimlich zum Turm folgen und dem König berichten. Albrecht, der Vater führt Böses im Schilde. Ja, ich weiß. Ich muss das Mädchen warnen. Vorsicht, der König will den Turm zumauern lassen. Stimmt es, Vogt, dass sie eine Hexe ist? Ich hab noch nie von ihr gehört. Doch wenn sie den Prinzen behext hat, wird es wohl so sein. Und wer kennt den Weg zum Turm? Oberjäger Albrecht wird euch führen. Alles frei. Ihr müsst den Vorsprung nutzen. Haltet die Leute so lange wie möglich auf. Jäger lässt auf sich warten. Der Weg soll weit und beschwerlich sein. Er wird schon kommen. Vorwärts, Leute! Was ist geschehen, Rapunzel? Wer hat dir dein Haar abgeschnitten? Wo ist Rapunzel, Alte? Rapunzel? Ich töte dich, wenn du sie nicht sofort befreist. Versuch's. Stoß zu. Du hörst sie nicht. Sie hört dich nicht. Du würdest ihr Leben zerstören. Ich weiß es. Warum willst du nicht, dass dein Kind glücklich wird? Jede Mutter will das. Ich bin nicht seine Mutter. Ich habe das Mädchen von seinen Eltern verlangt, weil sein Vater auf Drängen der Mutter aus meinem Garten Rapunzelsalat stahl. Als ich den Mann dabei überraschte und ihn mit Zauber strafen wollte, ließ ich ihn erst frei, als er versprach, mir das Kind zu geben, das ihm geboren werden sollte. So geschah es. Ich nannte es Rapunzel. Ich liebe es über alles. Ich werde es niemals einem Manne lassen, noch dazu einem Jäger, der heute hier ist und morgen dort. Ich bin...
Ich bin der Prinz dieses Königreichs. Und ich liebe Rapunzel von ganzem Herzen. Gib sie frei. Ich bitte dich. Ein Prinz. Ja. Da könnte ich meinen Sinn ändern. Doch nur unter einer Bedingung. Du verlässt den Turm. Es ist doch keine Arglist. Steig hinab und sie ist frei. Ich sehe nichts mehr. Komm zu mir, Rapunzel. Er wird dich niemals wiedersehen, auch wenn du ihn tausendmal in deine Arme schließt. Du wolltest mich verlassen. Und nun bleibst du hier, solange du lebst. Und deine Sprache wirst du erst wiederfinden, wenn der Jäger deinen Augen entschwunden ist. Doch eines will ich dir noch versprechen, ehe ich dich verlasse. Wenn deine Liebe stärker ist als mein Zauber, sollst du glücklich werden. Rapunzel! Rapunzel! Im Turm! Jetzt abladen! Mal los! Pass an! Er hat das Mädchen nicht warnen können. Hey. Na komm! Komm! Und hierher! Wer geht mit der Arbeit, Leute? Hierher! Den Medikus! Schnell!
Was ist denn passiert? Ruhig, langsam. Ein Prinz. Was ist mit euch geschehen? Vorsicht. Die Medikus, schnell! Beeilt euch, Leute! Wir brauchen Wasser! Langsam, langsam! Sie wird verhungern müssen. Ist eine Hexe? Baumeister! Wo bleiben die Steine? Der König sagt es! Baumeister, hast du kein Herz? Es ist ein Befehl des Königs. Na, was ist? Vorwärts! Nicht einschlafen! Der Turm muss vor Nacht zu sein! Lasst ein wenig offen, damit ich sehe, ob es Tag oder Nacht ist. Lassen wir ihr einen Lichtstrahl, Baumeister! Nichts, das ist eine Hexe! Na los, weitermachen! Matthias. Was ist mit meinen Augen, Medikus? Es ist eine schwere Verletzung, mein Prinz. Vergebung, Frau Königin. Aber er scheint von einem bösen Zauber getroffen. Und ihr wisst kein Mittel? Nur ein Wunder könnte helfen, mein König. Ich ahnte, dass er an sein Unglück rennen würde. Wer weiß, ob dieses Mädchen nicht wirklich eine Hexe ist. Die Hochzeit unverzüglich vorbereiten. Schickt einen Boten zu Pferde. Hochzeit? Wer soll die Braut sein? Die ich seit langem für dich bestimmte. Niemals! Lieber will ich sterben. Dein Herz einer anderen? Ist es so, mein Sohn? Ja. Du gehorchst deinem Vater. Die Prinzessin ist mir zuwider. Du siehst sie ja nicht. Ihr Herz ist aus Stein. Du wirst ihr Herz gewinnen. Und vielleicht wirst du sie lieben lernen. Das ist oft so, mein Sohn. Niemals. Ich liebe einzig jenes Mädchen im Turm. Ich werde sie niemals wiedersehen. Lass ihm Zeit. Verschiebe die Hochzeit. Nein. Wer weiß, ob die Prinzessin jetzt noch ja sagt.
Prinzessin hat zugesagt. Das heißt, die Hochzeit vorbereiten. Eine große Stunde für euer Reich, mein König. Was steht zu Diensten? Ein Vogt. Tag und Nacht. Kochen und backen. Ja. Übermorgen werden wir die Hochzeit unseres Prinzen feiern. So bald schon? Dafür habe ich nicht genug Köche und Helfer. Befehl des Königs. Diese eine Melodie. Hör auf. Nun? Ich werde die Prinzessin nicht zur Frau nehmen. Das Mädchen, das ich liebe, hast du einmauern lassen. Matthias. Du bist ein Prinz und der künftige König dieses Landes. Du musst dich der Pflicht beugen. Matthias. Vielleicht wird ja auch alles noch gut. Albrecht! Albrecht. Mein einziger Getreuer. Ich erfuhr soeben erst von eurem Unglück. Was weißt du von dem Mädchen? Ich konnte es nicht retten. Vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit. Reite mit den Jägern Christian und Hubert. Ihnen vertraust du doch. Ich denke schon. Ohne Augenlicht bin ich hilflos. Ich bitte dich, tu, was möglich ist. Ich werde alles tun, was ich kann.
umgeben. Komm doch schon, komm. Ich will aber den Damen beim Ausstieg. Ja, natürlich. Das geht jetzt nicht, was hier an. Frau Königin, hilf euch. So. Majestät. Komm, mein Kind. So. Oh. Ei. Ihre Majestät, die hochedle Königin von Felsen. Der Schlossvogt? Wo ist die Prinzessin? Die königlichen Gäste haben ihre Gemächer aufgesucht und wünschen, ihr Mahl dort einzunehmen, allein. Sie werden erst am Hochzeitsmorgen zur Begrüßung vor euch erscheinen. Ist die Prinzessin so hässlich, dass man uns den Anblick so lange wie möglich ersparen will? Matthias? Ja? Mein Sohn, deine Braut wünscht dich erst morgen an eurem Hochzeitstag zu sehen. Ich wünsche sie niemals zu sehen. Matthias. Soll unser Königshaus aussterben? Es hätte alles anders kommen können, Vater. Hättest du mich nach meinem Willen entscheiden lassen. Danach geht es meinem Prinzen nicht. Reichtum bedeutet mir nichts. Lass mir einen Tag. Nun gut. Aber dann findet die Hochzeit statt. Also, lass das Viehzeug, Prinzessin! Also. Oh, das schöne Kleid. Das. Nein! Also, mein Kind. Glaub mir doch, es geht nicht anders. Du darfst bei der Trauung nicht den Schleier vor dem Gesicht tragen. Aber man wird über meine Hässlichkeit lachen. Ich will ihn nicht, den blinden Krüppel. So kannst du ihn führen nach deinem Willen. Trotzdem, in den Thronsaal und in die Kirche gehe ich nicht. Vielleicht musst du gar nicht selbst. Halt keine Maulaffenpfeil. Hol Wein. Ich nicht selbst? Wie meinst du das? Niemand kennt dich hier. Wir suchen ein schönes Mädchen als Braut. Und nach der Vermählung wirst du nur noch mit Schleier erscheinen. Hm? Und niemand wird es bemerken. Und niemand wird es bemerken. Juhu! Mutter, du bist klug. Nun ja, und hat der Pfarrer erst seinen Segen gesprochen, kann die Ehe nicht mehr aufgelöst werden, solange du lebst. Tja, aber woher nehmen wir das Mädchen? Es wird irgendwann sowieso alles ausplaudern. Dann kommt es wegen Verleumdung an den Galgen.
Schlossvogt! Küchenmeister, ihr braucht doch Hilfe. Was kann sie denn? Ich verrichte jede Arbeit, wenn ich nur hier bleiben darf. Dann kannst du den Herd reinigen. Warte, du siehst klug aus. Sie wird helfen, die Speisen aufzutragen. Gib ihr anzuziehen. Unser Prinz ist traurig gestimmt. Da wird ihn der Anblick eines schönen Mädchens... Küchenmeister, denkt an das Schicksal unseres Prinzen. Viele Leute am Hof? Ja, Knechte, Mägde, Zofen, Diener, Soldaten, Jäger. Gibt es unter den Jägern einen, der Flöte spielt? Mm-mm. Er soll Matthias heißen. Man hat mir aber gesagt, es gäbe einen, der wunderbar Flöte spielt. Nein. Kennst du keinen? Mm. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Unseren Prinzen höre ich oft Flöte spielen. Aber jetzt spielt er nur noch traurige Lieder, weil er auf der Jagd gestürzt ist. Hey. Nein, du komm her. Du bringst die Speisen in die Gemächer der Braut. Der Junge wird dir den Weg zeigen. Du weißt, wo sie sich waschen kann. Die Speisen zur Braut? Will euer Prinz heiraten? Beeilt euch! Da kannst du dich waschen. Schönes Haar hast du. Das sagst du! Mein Kind! Hör endlich auf, mich so zu nennen! Ich werde bald Königin! Ja, ja, mein Kind! Ja! Frau Königin, wo wünscht ihr zu schmeißen? Ach, es ist gleich. Ach, nein. Ja, am Fenster. Lass das. Grafflicht, aus dem Zimmer. Du bleibst. Komm hier weg. Du bist recht hübsch, meine Kleine. Deshalb habe ich dir auch eine besondere Aufgabe zugedacht. Es ist eine große Ehre für dich. Du wirst für meine Tochter zur Kirche gehen. Ich? Du wirst dir an ihrer Stelle mit dem Prinzen trauen lassen. Ich bin eine Küchenmagd. Natürlich nur zum Schein. Aber das ist Betrug! Craig, du wirst anstelle der Prinzessin in den Thronsaal gehen und dann mit dem Prinzen zur Kirche fahren. Und nach der Trauung kommst du wieder hierher zurück und ziehst deine alte Kleidung an. Und zu niemandem ein Wort. Oder du bist des Todes. Verbirg dich. Königin. Bring das Hochzeitskleid. Ich möchte meine Tochter ankleiden. Tu, was ich befehle. Matthias, deine Braut wird früher angekleidet sein als du. Der Brauch verlangt es, dass du sie im Thronsaal empfängst. Herein. Wer ist es? Euer Albrecht, mein Prinz.
Das war die alte Zauberin. Ich danke dir, mein Freund. So sei es denn. Kleidet den Prinzen an. Die hochedle Königin vom Felsenerz und die königliche Braut. Majestät? Und im Lande geht die Kunde von ihrer angeblichen Hässlichkeit. Dabei ist sie von großer Schönheit. Wenn unser Sohn sie doch sehen könnte. Ja? Seid uns gegrüßt, edle Herrscherin. Und ihr, schöne Prinzessin. Prinz Matthias. Matthias, wenn du sehen könntest, welch wunderschöne Braut du hast. Aber Vater, vergesst nicht, wen ich in Wahrheit liebe. Warum seht ihr mich nicht an, mein Prinz? Prinzessin? Ich kann nicht mehr sehen. Hat man euch das verschwiegen? Geschehen. So etwas fragt man nicht, mein Kind. Es ist hohe Zeit, das Paar zur Kutsche zu geleiten. Wer bist du? Bis zur Vermählung dürfen Brautleute nicht miteinander sprechen. Das brächte großes Unglück. Wir wünschen keinerlei Begleitung. Kirchensteg, brich nicht, bin die rechte Braut nicht. Was flüsterst du? Ach, nichts, mein Prinz. Kirchentür knarr nicht, bin die rechte Braut nicht. Was sprichst du erneut? Ich dachte nur an Rapunzel. Du kennst Rapunzel? Ich habe nur von ihr gehört. Was hast du von ihr gehört? Man erwartet das Brautpaar, mein Prinz. Halskette reiß nicht, bin die rechte Braut nicht. Was sprichst du stets? Ach, ich habe wieder an Rapunzel gedacht. Warum denkst du so oft an sie? Das Orgelspiel beginnt schon. Wenn du auch nicht schön sein sollst, so scheint dein Herz doch liebenswert. Ich danke euch, mein Prinz. Thank you.
Du irrst dich, mein Sohn. Es ist die Tochter des Königs aus dem Nachbarreich. Ihre Mutter ist mit ihr und ihre alte Zofe. Dennoch, irgendetwas stimmt nicht. Diese Stimme. Du kannst die Vermählung nicht widerrufen. Sie ist jetzt deine Gemahlin. Nein! Mein Kind. Die Kleider ziehe ich nicht an. Du musst es, mein Kind. Das Zeug, das die Dirne trug. Dafür bist du jetzt des Prinzen Gemahlin. Und wenn sie alles ausplaudert? Ach, keiner wird ihr glauben. Sie käme an den Galgen. Das geschehe ihr recht. Wo ist meine Gemahlin? Was wünscht ihr, mein Gemahl? Du hast auf dem Weg in die Kirche so seltsame Worte gesprochen. Was hast du zum Kirchensteg gesagt? Ich spreche mit keinem Kirchensteg. Wenn du das nicht getan hast, so bist du nicht die rechte Braut. Hol das Küchenmädchen. Aber lass es vor der Tür und ruf mich. Nun, ist es dir eingefallen? Ich überlege, mein Gemahl. Es ist in diesen Tagen so vieles geschehen, da vergisst man leicht. Du hast jetzt eine so andere Stimme. Wie erklärst du mir das? Mein edler Eidam, eure Gemahlin ist noch sehr aufgeregt. Wollt ihr nicht Platz nehmen? Bis die Zofe eure Gemahlin für das Fest geschmückt hat. Bitte. Dirne, was hast du zu dem Kirchensteg gesagt? Kirchensteg bricht nicht, bin die rechte Braut nicht. Du bleibst hier! Es ist mir eingefallen, mein Gemahl. Ich sagte, Kirchensteg bricht nicht, bin die rechte Braut nicht. Warum hast du das gesagt? Weil ich hoffte, dass ihr lieber eine andere zur Gemahlin hättet. Was hast du zur Kirchentür gesagt? Zur Kirchentür? Lass mich nachdenken. Aber mein Prinz, mein sehr lieber Eidam, ihr seht doch, eure Gemahlin ist noch sehr verwirrt nach der Trauung. Was hast du zu der Kirchentür gesagt, Dirne? Kirchentür knarr nicht, bin die rechte Braut nicht. Hast du mir noch mehr verschwiegen? Ach ja, ich sagte wohl, Kirchentür knarr nicht, bin die rechte Braut nicht. Was meinst du damit? Oder bist du wirklich nicht die rechte Braut? Ich bin euch angetraut und eure Gemahlin, solange ich lebe. Wo ist das Geschmeide? Welches Geschmeide? Was ich dir an der Kirchentür um den Hals gelegt habe. Ihr seid also nicht die rechte Braut. Ich habe es verloren, mein Gemahl. Verzeiht mir. Sag ihm die Wahrheit, mein Kind. Sie wollte es euch nicht sagen, mein sehr werter Eidam. Das Geschmeide wurde ihr gestohlen. Von einem Küchenmädchen. Gestohlen? Von einem Küchenmädchen? Ja, mein verehrter Gemahl. Wo ist das Küchenmädchen? Es ist bereits im Kerker. Lasst es holen. Wache! Das Mädchen, das eine Diebin, bringt sie in den Kerker und tötet sie. Sofort. Sofort das Mädchen los. Albrecht! Hier, mein Prinz. Was geht hier vor? Man will ein Mädchen töten, mein Prinz. Niemand rührt das Mädchen an! Komm zu mir, Mädchen. Wenn du einen Schritt tust! Was geht hier vor? Sie hat das Geschmeide gestohlen, mein Gemahl. Nein, mein Prinz.
Pakt ist mir angelegt, ehe wir getraut wurden. Wir wurden getraut. Wer bist du, Mädchen? Man zwang mich, anstelle der Prinzessin mit euch zur Kirche zu gehen. Hey, sie! Haltet sie! Sie soll ihrer Strafe nicht entgehen! Mein Kind! Oh, mein Kind! Die Trauung war Betrug, mein Prinz. Verzeiht mir. Woher kennst du den Namen Rapunzel? Du hast ihn an der Kirche auch schon genannt. Du bist Rapunzel. Ja, Matthias. Ich hab's geahnt. Auch wenn du mich nicht mehr sehen kannst, ich werde immer bei dir bleiben. Ich kann dich wieder sehen. Warum hast du mir im Turm nicht gesagt, wer du in Wirklichkeit bist? Du wolltest schon einen Jäger, nicht? Wie viel weniger noch einen Prinzen? Und so, liebe Gäste, hat sich doch noch alles zum Guten gewendet. Die Liebe beider hat über Macht und Zauber gesiegt. Empfangen wir unser Hochzeitspaar. Mein König, ich hatte das Paar zu den Zimmern geleitet. Zum Anlegen der Festkleidung. Ja, ja, aber wo sind die beiden? Als ich nach einiger Zeit nachschaute, waren die Zimmer leer. Vom Prinzen und seiner Braut keine Spur. Ein Rabe in unserem Garten. Ich wollte euch noch einmal sehen. Glücklich. Verzeiht mir, dass ich nur an mich dachte, aber eure Liebe hat über Macht und Zauber gesiegt. Hierauf ist beschrieben, wie ihr den Weg findet zu Rapunzels Eltern. Macht mein Unrecht wieder gut. Matthias wird dir alles erzählen. Ich aber werde jetzt für immer bei euch bleiben. Nach den Blüten.